Ja, er stochert nach mir und ich spreche laut ein Wort aus: Balbasta. Und er schaut erstmal jetzt verwirrt, weil aus welcher Richtung dieses Geräusch kommt. Und in dieser Zeit nutze ich ihn und bringe mit meinem Säbel zwischen seiner Rüstung und zwischen seiner Rüstung und seinem Helm und durchtrenne seine Halsschlagader und er fasst sich noch an den Hals, aber in der gleichen Zeit wandert mein Säbel weiter und durchschlitzt seine Kehle, sodass ich keinen Laut mehr aus seinem Hals, dass er keinen Laut mehr von sich geben kann. Mhm. Und die würde ihm dann auch den Säbel aus der Hand treten und ihn ein wenig tiefer in die Gasse reinziehen und in den Matsch. Und warten, ob irgendwelche Geräusche von innerhalb kommen. Ja, du drapierst ihn ein bisschen so, als wäre er im Vollsuff einfach in den Matsch gekippt, so wie es die Söldner, die Soldaten normalerweise tun. Währenddessen kannst du wohl erkennen, wie eine Person mit Oberstabzeichen herangetreten ist ans Kellerfenster, dir wohl zunickt, sehr eloquent, und dann seine Hand behandschuht an das vergitterte Fenster anlegt. Es glüht kurz und brennt dann durch, sodass er dann das Eisengitter entfernen kann. Oder so. Ich würde euch nun raten, dass ihr flieht. Wir brauchen einen Sündenbock, aber den habt ihr uns bereits geliefert. Wir werden mit dem guten Eslam Artesedo demnächst verfahren, denn auch Lesankan benötigt ein Opfer. Warte kurz. Möchte dir jemand schippen? Gibt keine Schicksalspunkte mehr. Jeder hat sie irgendwie benutzt. Ich meine noch. Raffin? Möchtest du den armen Eslam retten? Warte mit dem ab. Der Drache ist nämlich hinter uns her. Ich meine, möchtest du den armen Eslam hier lassen, so rum war es. Ja, lass ihn gefressen werden. Ja, aber das kann ich nicht, ich muss ihn mitnehmen. Ja, dann diskutier das aus, viel Spaß. Nun, ich muss auch sehr darauf bestehen, den guten Mann mitzunehmen. Ich habe ein Versprechen gemacht, ihr versteht? Und auch ich habe ein Versprechen gemacht, immerhin bin ich immer noch, zumindest offiziell, Prälat Oberst des Schwerter Borberats. Und wir brauchen einen Schuldigen. Ich werde es nicht sein, und wenn ihr verschwunden seid, dann wird man Fragen stellen. Warum nehmt ihr nicht den Mann, der hier draußen gerade in den Matsch blutet? Nun, wir werden sein Gedächtnis manipulieren. Er wird es zugeben. Aber wir beide wissen, dass es wohl nicht viel mehr im Morgen außer einigen Fackeln geben wird. Wenn ihr erfolgreich wart, dann wird Hafax demnächst über die Brücke kommen. Und doch kann ich euch den armen Mann nicht einfach so überlassen. Dann werden wir das auskämpfen. Halbhand. Ich bin mir sicher, hier lässt sich eine Lösung finden. Was ist denn mit ihm hier draußen? Entweder verschwindet ihr jetzt oder nie. Er zieht seinen Säbel. Also ihr schaut dich interessiert an. Hier den Dolch des Garnisonskommandanten. Aber mir... Hast du eine Lösung? Kommt schon, beeilt euch. Ich lasse ihn nicht hier. Ihr kennt ihn nicht einmal. Und? Er gehört hier nicht hin. Ich bin Yallan, Yallan Artesedo. Und er hat es garantiert nicht verdient, zwischen Hafaks Mühlen zu geraten. Eslam, greif in den Mund. Opfer müssen gebracht werden. Aber nicht er! Warum nicht er? Diskutiert nicht, kommt! Mach mal eine Überreden, erleichtert um, ich glaube, meine Selbstsucht. Ja, richtig. Ja, wird mal überreden, klar. Erleichtert, wenn du 5 Erleichterungen reinnimmst, hast du 10 Sterne. Plus minus 0. Ach so, ja, nee, dann ist plus minus 0, also mit 1 geschafft. Reichen mir 10 Sterne. Ja, reicht. Ja. Na gut, aber versprecht mir, dass es schnell geht. Das werden wir. Drachenfeuer brennt heiß, mein Herr. Na gut. Ich stelle mich dann auf, hebe irgendwie meine rechten Arme an, um mich mal auf mir rausziehen zu lassen. Und mir zupacken, aber da ist nichts. Oh,
Ignoriert das, ja? Wartet kurz. Den ich nehme die Schulter raus irgendwie. Ja, ich steche irgendwie draußen den Dolch in den Dreck und versuche dann auch, euch rausziehen zu lassen. Derweil könnt ihr ein lautes Alarm hören, gedämpft durch Stein, aber die Magdalenata haben irgendwas im Inneren gewittert. Wenn ich draußen bin, möchte ich noch eine Sache tun. Ich möchte das Messer nach dem Prädatomast werfen. Interessant. Fernkampf. Basis, ich glaube, ich habe Messer. Basis, wenn du. Ja. Oh, ich habe Wurfmesser auf 3. Jolga, Max, sei Dank. Ach so, richtig. Als du auf Geräume geschmissen hast, aus Versehen. Ja. Da ist ein Treffer. Okay. Also ich würfel dir keinen Schaden aus oder so. Wir wissen, ja, Wurfmesser machen regeltechnisch keinen Schaden, aber ich gebe dir eine Trefferzone. Ich möchte trotzdem gucken. Er wird ausweichen, er wird fangen. Er wird fangen mit seiner bandschuten Hand und dir zunicken. Fletsche die Zähne und ziehe mir nach mir ab. Er ist immer noch ganz der feine Gentleman, als würde man ihn im Horasreich in einer Teestube antreffen. Mein Werbemir oder den Prälatoberst? Den Prälatoberst. Werbemir schon lange nicht mehr. Werbemir schon lange nicht mehr. Den findest du nur noch in den schwarzen Grüften eines Brabaka-Nekromanten. Und bevor wir um die Ecke verschwinden, flüstere ich ihm noch zu, was habt ihr so lange gebraucht? Es gab einige Komplikationen. Natürlich. Nun kommt. Ein heißer Flammenstrahl wird euch hinterhergeschickt. Boltax und Rafim. Ihr dürft eine Ausweichenprobe würfeln gegen Lessankans Feuerschaden. Wie gut, dass ich ihn hier noch drin habe. Drachenatem. Und zwar, ich bin mal großzügig. Oh, Jungs, das tut richtig weh. Ja. Ja, das war mir klar. Deswegen war das ja auch ein Behindoplan, dahin zu gehen. Aber die Jungs wollten ja nicht hören. Ah, nee. Genau, ihr seid hier mit 25 Leuten da. Das heißt, er wird nur die 5W6 würfeln. Ich schau gerade mal. Er wird natürlich treffen. Gelungen. Ja, die sind alle auf die 20. Treffen automatisch. Aber es sind eben dann nur die... Ah, das Knurrafie wird chippen. Das wäre gut, wenn du das chippst. Wurm ausgewichen! Okay. Weißt du, ja, ich chipp das trotzdem. Voltax wird vom Brand. Ich chipp das trotzdem. Weil ich auf keinen Fall aus. Ich habe nur 28 Leben. Also mal gucken. Das ja, ich chipp das. Komm, wirf jetzt neu. 21 so. Feuerschaden. Voltax brennt wie eine lebende Fackel. Ja. Würfel mal Wunden. Ist es nicht Gesamtschaden? Mhm. Wie viele Wunden sind es denn? Ich habe. Wundschwelle? Ich habe. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Da ich ja so selten kämpfe, jetzt erstmal auf Charakter gehen. Sonderfertigkeiten: Ich habe natürlich Eisern. Und meine Wundschwelle ist 8. Modifikation 2, also gesamt 10. Ja, und dann 11. Selbstüberraschungsprobe plus 11, damit du stehen bleibst. Plus nochmal 13. Also ich bleib auf keinen Fall stehen. Also ich kann jetzt nur... Ja, Doppel 1 ist immer drin. Doppel 20 auch, das ist das Schöne. Deswegen würfeln wir immer. Eine 1 ist drin. Sind sogar 3 Einsen. Rafim, du merkst, wie du in den Sumpf springen kannst. Boltax derweil versucht es, wird dabei vom gesamten Drachenatem eingehüllt und torkelt als brennende Fackel in den Sumpf und fällt neben dir. Nicht ganz kohlrabenschwarz verbrannt, aber seine thulamitische Rüstung ist definitiv angesenkt, dieser Hartholzharnisch. Hey, der ist aus Holz, der ist komplett durch, also muss man sich nichts vormachen. Ich würde einmal Boltax auf den Rücken rollen, weil wir sind hier im Sumpf, ich nehme an, da ist Wasser, dass er ausgeht und dann wird Boltax aufgehoben und dann heißt es Tempo. Ja, würfel gerne mal Skifahren. Ja, habe ich natürlich nicht, was okay. Eine Frage. Dann Gewandtheit, plus 7 zum Ableiten. Ja, schaffe ich nicht. Ja, dann bekommt ihr... Schornschlag nicht, Halsschwenker nicht, Drahthaden. Ich gebe euch nochmal... Ich gebe Rafim nochmal eine Ausweichenprobe, aber dieses Mal um 3 Punkte erschwert, weil deine Gewandheitsprobe nicht gelungen ist. Ansonsten bekommst du nochmal die Hälfte vom Drachenatem. Ja, mach. Das ist gelungen. Dann bist du wieder mal ausgeweichen. Mit Boltax ist nicht gelungen. Um 3 erschwert, hast du doch gesagt. Nee, um 3 erschwert, genau, nicht erleichtert.
Dann bekommst du 13 halbe, sind 14, sind 7. 7 Brandschaden, die dir hinterher gesandt werden. Und ja, kannst durch den Sumpf sprinten, hechten. Und es entbrennt so etwas wie ein kurzer Kampf mit den Widerständlern, mit der Hesinde, Erzprälatin bzw. der Äbstissin. Und eine Stunde später trefft ihr euch wieder im Wald. Alle 6. Verletzt. Ja, ich würde immer noch auf Boltax rumklopfen, um die letzten Funken auszuschlagen. Boah, was ist mit meinem Bart? Ist der noch in Ordnung? Er hat mich ja nur von hinten getroffen, oder? Ja, hast du gut mit Cola eingerieben. Sieht gut aus. Wie seht ihr denn aus? Wir dachten, ihr wartet einfach auf uns. Ja, wir haben die blödeste Sinnegeweihte diesseits der schwarzen Sichel getroffen. Oh, das ist wieder deine Freundin aus der Wildermark. Habt ihr euch wieder irgendwas anstiften lassen? Wortwörtlich anstiften, eher anzünden. Also wir haben Lesankan das Gold klauen wollen. Also nicht wir, sondern die Sinnegeweihte. Die ist jetzt vermutlich verbrannt. Aber wir wollten ihnen halt irgendwelche Hilfe angedeihen lassen. Na? Das alles wegen ein bisschen Gold? Ja, es ist die blödeste Sinnegeweihte, die ich je getroffen habe, wie ich sagte. Es war die blödeste Sinnegeweihte, die ihr je getroffen habt. Ja. Oh, hallo Jalan. Ihr lebt! Gerade so. Ja, und eure Stimmung hat sich auch nicht verbessert, Kaino. Schön, dass ihr alle hier seid. Doch, richtig. Sekunde, geh's nur mal Gott. Und es scheint ein schwarzes Licht, was so langsam Richtung Himmel steigt und dort pulsiert. Das ist aber ziemlich... Wir sollten jetzt mal hier abhauen. Ich meine, ihr habt einen Handel mit Hafax gemacht? Ja, ja. Das könnte man so sagen, ja. Parfim und ich waren da. Naja, natürlich. Ich glaube, ich bin etwas wund am Rücken. Was meint ihr? Ja, du hast ein paar Brandblasen. Die kahle Stelle war vorher nicht da. Ja, Brauch irgendwas zum Einreiben. Ich glaube, ein bisschen Schlamm. Ich habe hier Tranchines-Salbe. Das wächst sich alles wieder raus. Verschwinden wir hier, bevor wir uns noch in andere Dinge reinziehen lassen. Hat jemand ein Schwert? Brecht ihr auf. Durch den Sumpf. In erst einmal nur eine unbestimmte Richtung getarnt vom Wald. Ihr könnt Hornstöße hören, die von der anderen Seite des Flusses zu erkennen sind. Aber ihr macht euch auf. Währenddessen könnt ihr eure Wunden mit Contines-Salbe oder anderen Dingen versorgen, die ihr dabei habt und euch weiter unterhalten, während ihr euch in Sicherheit bringt. Wo geht es als nächstes hin? Wo kommt ihr her? Was ist passiert? Ja, also wir sollten uns dringend auf nach Ilso machen. Warum Ilso? Weil er gesagt hat, er würde das nicht erobern. Hafax. Ja. Was mit Xeran? Er ist doch noch hier. Überlebt nicht. Um den wird sich Hafax hoffentlich kümmern. Ja, das ist das, was ihr denkt. Das kleine Wiesel hat da ganz andere Talente. Nun, wir haben uns jedenfalls um die Amazonenkönigin gekümmert. Nimm mal etwas. Was der Preis für Ilso war. Auch Teil des Plans also? Natürlich. Wenn man es Plan nennen möchte, eure suboptimales Verhalten hat ja überhaupt zu dieser misslichen Lage geführt. Ach, komm mir nicht damit. Ja, womit denn sonst? Und hätte ich ahnen können, dass Xeran auf einmal... Gewesen? Ich hatte einen Plan. Hätte ich ahnen können, dass Xeran auf einmal auftaucht. Naja, euer Plan war ja auch schon vorher blöd. Welchen Plan hattest du? Denn ist jetzt nicht mehr wichtig. Alles Wasser den Radraum hinunter. Funktioniert. Und weil eure Pläne ja auch jeder funktionieren, auch alle funktionieren, nicht wahr, Herr angesenkter Zwerg? Es nennt sich vom Feuer geküsst. Das ist eine hohe Auszeichnung bei uns. Fallen dir die Haare aus? Das. Was hast du noch Hand? Deine Hände? Ich frage doch auch nicht einfach so. Wie seid ihr. Wie mal eure Hand? Euer Arm. Xeran, vergiss es. Ist nicht wichtig. Euer Arm ist nicht wichtig? Den holen wir uns schon wieder. Oder so. Wenn wir gehen nach Ilsur. Wenn wir vielleicht zu einem Wunder? Wenn wir müssen einen Umweg über Mendina machen. Wenn wir etwas Zeit haben. Was? Da kommen wir gerade her. Und ich weiß nicht, wie es euch aussieht, aber meine ganzen Dinge liegen noch in der Terror. Naja, also wir haben eure Dinge mitgenommen. Und ratet mal, wen wir nach Ilsur geschickt haben.
Einen alten Freund von euch. Also von mir. Davon gibt es viele. Was, wen meint ihr? Na, den Jungen, du Idiot. Leatmon. Ja. Genau, davon wusstet ihr bisher auch nichts. Das Leatmon in Illusions. Große Überraschung. Ich gebe euch einen heißen Tipp. Peitsche. Natürlich. Außerdem ist Mendena jemand im Gefängnis, den wir rausholen müssen. Nein. Wir gehen nicht zurück nach Mendena, wir gehen jetzt nach Ilsur. Wer? Jemand ist nicht wichtig. Doch. Naja, ihr wollt, dass ich in eine Dämonenstadt reinmarschiere, das wäre mir schon wichtig. Ihr könnt draußen bleiben, ich mach das selber. Wir haben keine Zeit dafür. Genau. Wir sind jetzt nicht hierher gekommen, dir hinterher, weil du dich hast einbuchten lassen, damit du jetzt nochmal da reingehst. Im Arsch wirst du das. Wir schleifen dich jetzt nach Hause. Das will ich sehen. Nach Hause. Ich bin doch überhaupt nur wegen euch nicht zu Hause, sondern hier. Also, ich traue Isarun das absolut zu. Also, soll ich deine Frau informieren? Du bist ruhig. Warum? Komm, versucht's. Ich mach euch auch mit einer Hand noch platt. Dann sagt uns doch endlich, um wen es geht. Wer ist so wichtig? Ein Maraskana. Ich habe gesagt, ich würde ihn mit rausbringen. Aber dann war Xeran auf einmal da. Ihr habt ein Versprechen gegeben. Ihr habt sehr merkwürdige Prioritäten. Und ich habe heute schon einen zurückgelassen. Danke, Abelmir. Es war ein Maraskana. Nein, ein Verrückter. Ein Almadana. War nicht verrückt, er hat nur von magischen Artefakten. Okay, er war verrückt. Er hat sich vor euch gehalten. Also, wie verrückt kann man sein? Übergehe das. Keine besonders kluge Wahl. Nur ein kleiner Umweg. Wir gehen hin, wir lösen ihn aus, wir gehen wieder weg. Nein. Absolut nicht. Wir könnten also dem anderen Freund Bescheid geben, dass sie ihn herausholen. Das könnten wir machen, aber wir werden nicht nach Mendena. Ja, das ist dieser Maraskana eine wichtige Persönlichkeit? Also spricht etwas dagegen, ihn einfach freizukaufen? Nein. Also er ist aus Festum, hat er mir erzählt. Nun, eigentlich ist er aus Duzak, aber er ist nach Jagan geflohen, als es da losging damals. Also Reto, nicht wichtig. Nun, dann klingt das doch wie ein guter Kompromiss. Ihr lasst ihn nicht im Stich. Jemand kümmert sich darum, bevor Hafaks Truppen anrücken. Naja, gut. Er kommt frei, ohne dass ihr gleich wieder euer Leben riskiert. Ja, wir können ja Uktan fragen, ob er ihn nicht für uns freikauft. Naja, gut. Helft ihr mir mal, diese Jacke anzuziehen, er wird kalt. Wo ist eigentlich mein Schwert und was ist... Wartet mal. Er dann kniffert irgendwie an der Brusttasche rum. Moment, hier ist was drin. Hier. Zieht dann einen kleinen Streifen Pergamentpapier raus. Bericht von Tekke, Ilsur. 26.11. Bestätige Einsatzbereitschaft. Halte mich bereit und erwarte Kommando zur Initialisierung des Plans. Wer ist Zecke? Naja, vermutlich der Verräter, der auch diesen Offizier da damals umgebracht hat. Naja, sieh's mal so. Ja, nein, jetzt hast du einen neuen Spitznamen. Haha, haha, haha. Von wem stammt diese Jacke? Habe ich im Schlafsaal aufgesammelt. Wartet mal. Ja, dann hat sie irgendwie halb an mit. Ich weiß nicht, das Beste kann er haben, mir ist Hilfe oder Zulamins oder so. Friemelt sich da jetzt wieder raus, damit er an die Schulter rankommt mit seinem normalen Namen. Hier, Stabsgefreiter. Ja, mit den Litzen eines Speers, beziehungsweise vor allem eines Botschafters. Scheiße. Ich weiß wohl, dass Xeran irgendeinen Agenten noch in Ilsur hat. Naja, mindestens einen. Ach, Isarun, jetzt nehmt den, ich hab's euch doch gesagt, Blick ab. Wie soll ich das denn Leonida erklären? Gar nicht. Leonida muss... Aha, okay, sie muss was nicht. Bitte sprich doch weiter. Ich werde einen Brief schreiben. Ich werde... Ja, währenddessen füllen sich die Augen von Yalan mit Tränen. Hast immer noch nicht ganz realisiert, dass du deine Hand verloren hast und wie du ein normales Leben abseits des Heldentums führen sollst oder kannst. Das ist jetzt vorbei. Wie soll ich das überhaupt jemandem erklären? Naja, also, könnte dir Folgendes anbieten. Ich mache dir eine schicke neue Prothese aus Vulkanglas. Ich stelle mit deiner scheiß Prothese! Überziehen wir mit etwas Gold. Na? Dann merkt das keiner. Und unabhängig davon, ihr müsst niemandem etwas erklären. Ihr habt heldenhaft für die Götter gestritten und seid dabei verwundet worden.
Ihr müsst niemandem dumme Fragen beantworten. Ich war doch schon im Ruhestand. Dachte ja, eigentlich sollte das ja auch ein Urlaub werden. Ja. Ein bisschen betreten zu Boden. Naja, wir haben fast gegen einen Drachen gekämpft. Ich finde, das ist schon etwas Urlaub. Scheiß drauf, Urlaub ist gestrichen. Ja, ihr müsst das positiv sehen greifen und jetzt könnt ihr endlich eure eigene Taverne eröffnen. Scheiße, öffne ich. Wir gehen jetzt erstmal nach Ilso und klären das. Dann, ja, dann. Ilso ist sehr schön. Als ich vor 4 Tagen da war, bestand es zumindest noch. Dann kommen wir zurück und stellen sicher, dass Xeran wirklich tot ist. Und dann, weiß ich nicht, schnappen wir uns Hafax oder so. Wenn sie alle eines Tages tot sind, dann kann ich mich zur Ruhe setzen. In einer Kiste. Erst der Drache. Und den Drachen. Gerne. Gut. Jetzt seid ihr wieder da. Das ist der Kampfgeist, den ich sehen will. So, und jetzt ziehen wir uns alle unsere Mattschuhe an und laufen los. Aber mir hilft mir mal. Ja, natürlich.